Wir Deutschen wollen die Energiewende. 2022 ist Schluss mit der Kernkraft. Deshalb ist Energieerzeugung bei uns aber noch lange keine grüne Sache. Bei der Stromproduktion wird vermehrt auf klimaschädliche Kohle gesetzt. Und so preist ein Energieunternehmen jetzt die Kernenergie als die sauberste Lösung an. Strom aus reiner Kernkraft treibt den Teufel mit dem Belzebub aus. Oder wie war das mit dem Atommüll? Manfred Ahlers. Seit Fukushima ist es in Deutschland ein Pfui-Wort. Die Atomenergie. Praktisch niemand setzt sich mehr öffentlich für Strom aus Kernkraftwerken ein. Nur ein kleiner Augsburger Stromanbieter stemmt sich dagegen. Sein Produkt Max Atomstrom. Strom von Kernkraftwerken gekauft. Ein bisschen haben wir da auch einen Nerv getroffen. Das heißt, das Feedback ist sehr, sehr positiv bisher. Und Max Atomstrom setzt noch einen drauf. Nuklearenergie sei der eigentliche Umweltschutz. Für uns ist es aufgrund der Klimaproblematik ganz klar, dass es nicht richtig sein kann, dass wir auf der einen Seite Atomkraftwerke ausschalten und auf der anderen Seite neue Kohlekraftwerke bauen. Max Atomstrom wirbt mit internationalen Umweltaktivisten, die zum Teil die Seite gewechselt haben, wie Stephen Tyndale, der einmal Greenpeace-Vorsitzender in England war. Ich unterstütze jetzt die Atomenergie, nachdem ich 20 Jahre dagegen gekämpft habe. Aber die Klimakrise ist so ernst, dass wir alle Alternativen nutzen müssen. Das heißt auch die Atomenergie. Mit dem Stromangebot aus diesen Schweizer Kernkraftwerken stößt Max Atomstrom bei hiesigen Umwelt- und Naturschützern nur auf blankes Unverständnis. Dieses Angebot ist A, unmoralisch, B, skandalös und man kann nur denjenigen raten, die hier verführt werden sollen, lassen Sie die Finger weg davon. Klimaschutz erreiche man nicht mit risikoreicher Atomkraft, sondern zum Beispiel mit Wind- und Sonnenenergie und... Was dem Klimaschutz hilft, ist Energiesparen und ist effiziente Verwendung der Energie und das weltweit. Und das sind die größten Potenziale, aber nicht durch die Nutzung von Atomkraft. Auch die Menschen in Deutschland sehen die Atomkraft eher kritisch. Wenn dann für Solarstrom, alles über die Sonne. Ich wäre eher für erneuerbare Energien, solange es noch bezahlbar ist. Wenn man langfristig den Strom ohne Atomkraft sicherstellen kann, die Stromversorgung, ist das auf jeden Fall gut. Die Quellen der Stromanbieter stehen ohnehin nur buchungsmäßig auf dem Papier. Bei den Bürgern kommt immer eine Mischung aus Atom, Wind, Solar oder Kohlestrom aus der Steckdose, egal welchen Tarif sie buchen.